Heute bei Gold Stories geht es um 350 Millionen Euro, 10 Tonnen Gold, die in einem Berg in Hessen stecken sollen. Aber warum hebt die keiner? Ja, dann starten wir. Wie gefalle ich Ihnen, Herr Berberich? Wunderbar. Ja, so, los geht's. Dann können wir einfahren. Jawohl, einfahren. Richtig. Oh, wie lang ist der Tunnel? Der ist 170 Meter. Man spricht aber von einem Stollen. Ah, das müsste ich eigentlich auch wissen. Und stimmt das, dass in dem Berg hier 10 Tonnen Gold sind? Die einen sagen, es befinden sich noch 5 Tonnen Gold im Berg. Andere behaupten eben 10 Tonnen. Und 10 Tonnen, das wäre dann tatsächlich Deutschlands größte Goldlagerstätte. Genau. Wo sind jetzt die ganzen Goldgräber? Ich meine, 10 Tonnen, das ist ein Haufen Geld. Über 300 Millionen Euro. Goldgräberei ist hier für alle Zeiten ausgeschlossen, weil das historische Bergbauanlagen sind. Das steht hier unter Denkmalschutz. Also es hat viele Versuche gegeben, aber das scheiterte alles an Kapital oder Sachverstand. Wem gehört das eigentlich? Das gehört eigentlich unserem Verein. Okay. Historischer Goldbergbau Eisenberg. Sind Sie ein sehr vermögender Verein, ne? Ja, also eigentlich müsste man Sie an die Börse bringen. Ah, jetzt wird schon etwas niedriger und jetzt kommen auch die ersten Stützbalken. Ne? Autsch! Das ist jetzt also wirklich auch noch original. Ja? Das ist jetzt der Original. Da haben also das letzte Mal Leute dran gearbeitet im Mittelalter. Im Mittelalter. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Mhm. Stützpfeiler und so, daran glaubt man hier nicht, oder? Ich werde jetzt den größten Goldschatz finden. Ja, ich würde mal sagen, so hier ist eine ideale Strecke. So. Seitlich ansetzen, jawohl, zügig arbeiten. Ah, zack, zack, autsch. Na so, da. Jawohl. Wo ist es denn jetzt? Das ist mein Goldvermögen weg, so ein Ärger. Das ist. Ach, hier. Schauen Sie. Da ist es. Da haben wir es gefunden. Da haben wir es. Da. Sehen Sie? Was ist da Gold drin? Da ist Gold drin. Ach, ich sehe es sogar. Das gibt es ja gar nicht. Okay, das nehme ich dann schon mal an mich. Alles, was hier gefunden wird, muss abgegeben werden. So funktioniert das eigentlich nicht, ne? Doch, doch, eigentlich schon. Aber ich habe so und so für Sie vorbereitet. Ach, ja. Ja, na klasse. Was ist denn Ihre Faszination? Gold. Gold ist unvergänglich, einem immerwährenden Kreislauf eigentlich unterworfen. Wenn ich Schmuck an mir trage oder meine Frau, wie zum Beispiel diesen Ring hier, vielleicht stammt er aus einer Pharaonenkammer, aus einem keltischen Grab. Also kann mehrere tausend Jahre alt sein, dieses Gold. Ja, was soll ich sagen? Es war kalt, es war nass, es war auch ein bisschen ungemütlich und deshalb lasse ich jetzt die 350 Millionen einfach mal liegen. Aber es war auch super spannend und ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Ciao. We'll be right back.